komme vom Nachtdienst und du gehst. Ja, ich habe auch schlecht geschlafen. Die Liege im Schuppen ist verdammt hart. Wieso hast du denn im Schuppen geschlafen? Da war so ein Rockkonzert im Fernsehen. Was, und das hast du angeschaut? Ach, ich nicht. Ach so. Aber du bist doch aus dem Schlafzimmer gekommen. Ja, so gegen zwei bin ich dann endlich in meinem Bett. Im Haus von Udo Brinkmann herrscht eine nervenaufreibende Atmosphäre. Tanja und Freund Axel haben sich prächtig eingelebt und bestimmen rücksichtslos auch den privaten Tagesablauf ihrer Gastgeber. Ja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Ich habe geerbt. Und anzunehmen ist, dass deine Schwester und ihr Oberwuschi, wie sie ihn so geistvoll nennt, sich auf Jahrzehnte hier einnisten wollen, ziehen wir um. Was? Ja, wieso nicht? Ich weiß, ich hatte was gegen diese Erbschaft, aber wenn man von einer Hausbesetzung betroffen ist, dann darf man seine Ansicht ja wohl ändern. So. Der Kaffee ist fertig. Das ist ein prima Service. Danke, ich gehe wieder ins Bett. Udo? Ja, mein Gegen Schatz. Diese Auswüchse wenden ich Udo und Freundin Elke schließlich eine listige Therapie an. Was macht denn ihr da? Wir renovieren. Bei uns? Ja, überall. Morgen früh um 5 geht's los. Um 5? Oh Mensch, Herr Steffel. Oh Gott, ja. Was machst du denn da? Ich bete, dass er anspringt. Ach, Jesus, natürlich. Würden Sie das bitte unterschreiben, Herr Professor? Danke. Frau Schindler ist nicht zu beruhigen. Sie will unbedingt operiert werden, lieber heute als morgen. Wie ist Ihr Zustand? Sie klammert sich seelisch daran. Ihre psychische Verfassung gerät sofort in Unordnung, wenn der Eindruck entsteht, dass wir uns die Operation noch mal überlegen. Ja, sie weiß Bescheid. Was heißt das? Deine Frau war heute eine halbe Stunde bei ihr. Und sie hat ihr erzählt, dass diese Operation nicht gerade ein chirurgischer Spaziergang werden wird. Ja, im Gegensatz zur vorigen Woche glaube ich das auch. Ja, vorige Woche wusste ja auch keiner von uns, dass uns diese Darmblutung plötzlich zur Operation zwingen würde. Es gibt mit Operation und ohne Operation wenig Hoffnung, aber vielleicht mit Operation ein kleines bisschen mehr. Danke. Assistierst du? Nein, Schübel und Udo. Und warum operiert nicht Schübel und Christa assistiert? Weil Christa auch einmal eine schwierige Operation verantwortlich leiten muss. Außerdem ist Schübel dabei, falls irgendwelche Komplikationen eintreten. Ich komme gleich. Entschuldigen Sie bitte, ich habe hier eine Einweisung von meinem Divisionsarzt. Major Clausen ist mein Name. Ich habe Beschwerden im Ellenbogen. Dritte Türe rechts, da können Sie Ihre Unterlagen abgeben. Dankeschön. So, ich werde mich erstmal um meinen Patienten mit dem Herzinfarkt auf 23 kümmern. Oh, nein, ein seltener Gast. Wie geht's Ihnen? Gut. Ich bin auf der Heimreise nach Freiburg. Ich dachte, ich schau mal rein. Wo ist Udo? Udo bereitet sich gerade mit Christoph eine schwere Operation vor. Also? Die kann Stunden dauern. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ich habe einen Zentner Bücher für Christa im Auto. Die muss ich erst loswerden. Na, ich mache Ihnen den Vorschlag, fahren Sie zu uns nach Hause, trinken Sie gemütlich einen Kaffee und warten, bis wir kommen. Gut. Gut, ciao. Bis dann. Als ob sie schon 100 Mal gemacht hätte. Saugen?
Läsion am Sigma. Weiche Darmklemme. Ich versuche erst mal oberhalb des Darms abzuklemmen. Extreme Blutdruckschwankungen. Ach Gottchen, das ist das reinste Chaos hier drin. Was ist denn das? Ah, da, sehen Sie? Jetzt sehen wir das etwas besser. Und was sehen wir? Krebsig entartete Polypen. Richtig, junger Freund. Frau Kollegin? Bitte. Schere. Ach nein, nicht schon wieder. Okay, aber das letzte Mal, ne? Geh her. Bring schön nach und lauf. Und jetzt hopp, ja, ab. Oh, Mann, oh Mann. Das ist ein Typ, der Vollmaß. Ja. Was sagst du? Ein Typ. Bei dem würde ich nicht Nein sagen. Du hast ja einen Vogel. Wo habe ich denn bloß meine Tasche? Ach, hier. Also, ich fahre in die Stadt. Du, das ist ein Professor. Wenn du flirten musst, dann flirte mit Berti. Dem kannst du geistig folgen. Also, ich gehe jetzt. Mache in einer halben Stunde das Fleisch aus. Ja. Aber vergiss es nicht. Na, habe ich schon mal was vergessen, was sie mir aufgetragen haben? Nein. Es war aber auch nie ein Mann wie der Professor Vollmaß da. Wiedersehen. Ich sitze doch hoffentlich nicht auf Ihrem Platz. Nein, nein. Wenn ich wollte, könnte ich mir einen Stuhl da nehmen. Ja, das wollen Sie nicht. Nein. Aber wenn Sie nicht da wären, würde ich vielleicht jetzt ein Sonnenbad nehmen. Ein Sonnenbad? Naja, soll ich so lange spazieren gehen? Nein, nein. Ich meine nur, es gibt ein Mordspektakel, wenn die Michaelis vom Einkaufen zurückkommt und ich liege im Bikini hier bei Ihnen. Wenn Sie hier liegen ohne mich, dann sagt sie nichts. Na, ist doch klar, oder? Dann würde das heißen, dass ich es nicht verkraften kann, ein junges Mädchen im Bikini zu sehen. Also jetzt wird's mir zu blöd. Ich zieh mich um. Die Herzfrequenz wird unregelmäßig. Sehen Sie diese geschwulst? Ja, besichtigen können wir sie auch nachher noch. Sie muss raus.
Blutdruck 80/40. Das geht ja noch. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja. 90/45. Sie kommt wieder. Bleiben Sie ruhig sitzen, Herr Schindler. Komm, setzen Sie sich. Die Operation ist noch im Gange. Und wie verläuft sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir müssen Geduld haben. Ob ich mal bete? Vielleicht hilft das ja. Allerdings kenne ich gar kein Gebet. Das ist schon so lange her. Beten Sie ruhig. Der Text spielt keine Rolle. Ich habe uns was Erfrischendes mitgebracht. Sehr aufmerksam, danke. Ich kann uns auch ein paar Kekse holen, wenn Sie wollen. Oh nein, danke. Ich bin vollauf zufrieden. Sie wohnen doch in Freiburg, nicht wahr? Ja. Meine Schwester wohnt auch in Freiburg. Ja, ich besuche sie ab und zu mal. Ach so. Oh Gott, ich bin bescheuert. Ich habe das Fleisch vergessen. Bravo. Und was sagt der TÜV? Etwas erhöhter Puls bei schwacher Herzarbeit. Kreislaufbefriedigend. Frau Kollegin, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt ab zum Mittagessen. Den Rest machen wir. Naht. Na? Noch so eine Operation. Schaffe ich heute nicht mehr. Musst du auch nicht, mein Glückwunsch. Wir haben es geschafft. So, ist gerade noch mal gut gegangen. Ich habe einfach ein neues Stück Fleisch aufgesetzt. Wo waren wir stehen geblieben? Sie sagten, Ihre Schwester wohnt auch in Freiburg. Ah ja, genau, richtig. In der Nähe von Münster. Ja, Sie sind wahrscheinlich selten zu Hause. Ich meine, ein Professor arbeitet wahrscheinlich von frühmorgens bis spät in die Nacht. Hm?
Gott. Die Michaelis erzählt es bestimmt dem Berti. Dann allein, um uns auseinanderzubringen. Bleiben Sie über Nacht? Ich weiß nicht. Warum? War auch nur so. Ja, und weil der Herr Professor und die Frau Doktor ja viel von Ihnen halten. Der Udo ja auch. Ja, also ich meine, die würden sich bestimmt freuen, wenn Sie länger blieben. Ich dachte, Sie würden sich freuen, wenn ich noch ein bisschen länger bliebe. Wirklich? Hoffentlich gehe ich Ihnen mit meinem Gerede nicht auf den Keks. Ich ziehe mir jetzt lieber was über, sonst kriege ich noch einen Sonnenbrand. Sagen Sie mal, lieben Sie eigentlich Kinder? Warum? Ich frage, weil ich Kindermädchen bin. Ja. Lieben Sie Bakterien? Warum? Nein, ich frage ja nur, weil ich Bakteriologe bin. Also ich gehe jetzt lieber. Frau Schindler wieder bei Bewusstsein? Mann, wir beatmen Sie noch. Kein Wunder, denn der Blutverlust bei der Operation war ja auch erheblich. Ja, ja, natürlich. Schübel hat gesagt, er hätte es nicht besser machen können. Nun müssen wir abwarten. So schlecht stehen Ihre Chancen. Ehrlich. Na, wie schön. Na, du? Mhm. Ich glaube, wir sollten einen Sprung nach Hause fahren. Jetzt? Ja. Du hast nämlich Besuch. Ach. Vollmers. Und ich glaube, eine Stunde sollten wir ihm wenigstens widmen, nicht? Findest du nicht auch? Mhm. Frau Schindler ist ja gut versorgt. Ja, du hast recht. Ich zieh mich schnell um. Na schön, komm. Ich verstehe gar nicht, wieso das Fleisch nicht gar wird. Das steht jetzt nun schon über 2 Stunden auf dem Herd. Ja, das ist vielleicht besonders zäh. Übrigens, wie du dich an den Professor Vollmers ranspaßt, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Das soll es ja auch gar nicht sein. Telefon. Ja, ich hab's gehört. Bei Professor Brinkmann? Ja? Ja, ist gut. Sie kommen zum Essen. Und was glaubst du, wie der Berti das findet? Ach, dem Berti ist das doch egal, ob Sie zum Essen kommen oder nicht. Mama, stell dich nicht dümmer, als du bist. Du weißt genau, was ich meine. Gott, noch mal. Nicht zu fassen. Schnell den Ambubeutel. Kortison 1 Gramm. Nein, 3 Gramm. Versagen. Beim septischen Schock. Das war ja vorauszusehen. Ich gehe und sag's ihr. Dann haben wohl auch meine Gebete nichts genützt. Ihre Frau ist aus der Narkose gar nicht erst wieder aufgewacht. Ich weiß, dass sie das jetzt nicht trösten kann, aber nun ist ihr ein längerer Leidensweg vielleicht erspart geblieben. So kann man das auch sehen. Ja,
So muss man das wohl auch sehen. Dabei hat die Frau Doktor sich so viel Mühe gegeben. Sie hat nichts unversucht gelassen. Könnte ich vielleicht von hier einen Pfarrer benachrichtigen? Selbstverständlich. Kommen Sie mit in mein Zimmer. Hallo, Alexander. Wie schön, dich wiederzusehen. Gut schaust du aus. Oh nein, das glaube ich dir nicht. Ich hatte die schwerste Operation meines Lebens, aber wir haben es geschafft. Schön. Herr Professor? Ja? Es kam eben ein Anruf aus der Klinik. Eine Patientin ist gestorben. Wer? Frau Schindler? Ja. Dankeschön. Was ist denn los? Frau Schindler. Schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie bei uns. Wenigstens bis morgen. Ich glaube, ich schaffe das nicht allein. Die Chancen für die Patientin waren sehr gering. Aber Christa hatte sich diese Operation eingeredet und entsprechend groß. Werden jetzt ihre Schuldgefühle sein. Christa, in allen Kliniken der Welt sterben täglich Patienten. Trotz einwandfreier Operation. Man glaubt, man schafft es und man schafft es doch nicht. Auch das muss man wissen, wenn man Arzt sein will. Will ich denn Arzt sein? Und vor allem, darf ich es noch wollen? Du hast von der Operation abgeraten. Oh nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, dass die Patientin mit und ohne Operation nur eine sehr geringe Überlebenschance hat. Das ist der zweite Exitus. In 3 Wochen. Nicht durch dich. Die Operationen waren einwandfrei. Aber du kannst den Tod nicht besiegen. Den Tod, den kann niemand besiegen. Auch das muss ein Arzt wissen. Naja, ich kenne diese Texte aus Vorlesungen und Seminaren. Die klingen gut. Aber in Situationen wie dieser nützen sie einem gar nichts. Klaus, ich bin keine gute Chirurgin. Ich weiß es jetzt. Wenn du es nicht fertig bringst, mit solchen Krisen fertig zu werden, dann bist du keine Chirurgin. Das ist richtig. Wir müssen unsere Verzweiflungen überwinden und weitermachen. Lass mich nachdenken. Das Abendessen auf der Terrasse, ist das recht? Nein, nicht aufdecken. Wer was will, geht in die Küche. Tja, das
Das war Ihr zweiter Exitus in kurzer Zeit. Soll ich mit ihr reden? Das nicht ganz, vielleicht später. Kannst du mich vorübergehend suspendieren? Nein, aber du hast auch einen normalen Urlaub. Ich möchte keine bevorzugte Behandlung, nur weil ich deine Frau bin. Christa, bitte. Wenn ich mir das selbst nicht verzeihen kann, solltest auch du mir nicht verzeihen. Sag mal, was willst du eigentlich? Unheilbare heilen oder was? In Afrika sterben täglich Tausende. Und warum? Weil es keine Ärzte und keine Medikamente gibt. Wenn dein Arzt verzweifelt, ja, das kann ich verstehen. Aber dich, entschuldige, dich kann ich wirklich nicht verstehen. Ich arbeite hier, nicht in Afrika. Ja, das bleibt keinem erspart. Ihr wisst es auch schon? Ja, Laudan hat angerufen. Und wie nimmt es Christa hin? Schwer. Sehr schwer. Das ist auch blöde. Bist du kurz vor dem Gipfel und stürzt ab? Bitter sowas. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Über Christas Chirurgin, das weißt du, da habe ich meine eigenen Ansichten. Das ist nicht der Zeitpunkt, um jetzt darüber zu debattieren. Vielleicht hast du auch Vorurteile. Das kann sein. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Das ist eine gute Idee. Ein wirklich hübsches Mädchen. Besonders im Bikini. Hallo, hallo. Ja, sie haben mir ein bisschen Gesellschaft geleistet und ich habe mich ganz gut erholt. Ja, ja. Das ist auch ein nettes Mädchen. Das finde ich auch. Also solche Tendenzen kenne ich gar nicht bei dir. Du bist ja fast schon so, wie ich früher war. Also nimm sie ja nicht mit zum Angeln. Wenn du das machst, das sind unsere Sternstunden, das verzeih ich dir nie. Na, hör mal, ich werde doch nicht unsere Freundschaft gefährden, ne? Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie wollten in der 34 die Verbände wechseln. Ja, ja. Herzlich willkommen in der Schwarzwaldklinik. So was? Grüß dich. Tag. Wenn du dem Major dann noch die Wege zeigst, Mischa, zur Orthopädie, zum Röntgen und zur Blutuntersuchung. Logo, mach ich. Ihre Sachen können Sie da drüben im Schrank unterbringen. Danke, Schwester. Tolle Karriere, Major. Darf ich Herrn Major den Mittagessen besorgen? Für dich bin ich immer noch Herr Clausen. Darf ich helfen? Es geht. Mit dem Dienstgrad lasse ich mich nur von Bundeswehrpersonen ansprechen. Darf ich dir denn trotzdem Mittagessen besorgen, Herr Clausen? Ach, spiel dich hier bloß nicht auf. Ich habe mir jetzt wohl einige Rollenkonflikte auszutragen. Oder wie sehe ich das? Wie du das siehst, ist mir egal. Hauptsache, ich sehe dich nicht. Den Weg zu den einzelnen Stationen finde ich allein. Da geht's lang. Kennt ihr euch? Kennen ist gar kein Ausdruck. Wieso? Hast du ihn mal verprügelt? Oder ein Mädchen ausgespannt? Nee, der nährt seinen Hass aus tieferen Schichten. Sein jüngerer Bruder war ein Schulfreund von mir. Netter Kerl, ein bisschen labil. Naja, und den habe ich damals beim Kriegsdienstverweigern unterstützt. Und irgendwie kam der Herr Unteroffizier, damals war der noch Unteroffizier, nicht dagegen an. Und anscheinend hat er mir das bis heute nicht verziehen. Naja, wenn er dich nicht gleich standrechtlich erschießen lässt. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ach, Christa,
Dein Mann und Udo sind schon wieder in der Klinik. Ach, tut mir leid, dass du ausgerechnet heute kommen musstest. Ach, red doch keinen Quatsch. Freunde braucht man vor allem in einer Krise. Und nicht nur zum geselligen Beisammensein. Naja, da hast du recht. Gehen wir ein paar Schritte? Ich kann es einfach nicht wegstecken, verstehst du? Es gelingt mir nicht. Ich kann das verstehen. Mich macht es nur traurig, wenn es dir so schlecht geht. Ich bleibe mit Sicherheit nicht Chirurgin, Alexander. Kinderheilkunde, vielleicht wäre das was. Es gibt auch Kinder, die sterben müssen. Was ist los? Ich habe einen Loyalitätskonflikt, weißt du? Ich glaube, der Mann hat recht. Ein Chirurg muss mit solchen Enttäuschungen fertig werden. Manch ein Patient wird nicht mehr gesund. Manch einer verliert einen Finger, einen Arm. Manch einer sein ganzes Leben. Das ist Krankenhausalltag. Das musst du realistisch sehen. Sonst gehst du kaputt. Mein Mann muss nicht praktizierender Arzt sein. Besonders nicht, wenn man so extreme Begabung hat für Wissenschaft und Forschung wie du. So habe ich dich immer gesehen. Tu das auch heute noch. Und das weißt du. Nur dein Mann, er rechnet mit meiner Solidarität. Vielleicht ziehe ich mich ganz ins Privatleben zurück. Wie bitte? Ja. Ich habe einen Mann, ein Kind, mein Haushalt zu versorgen. Beruf ist schön, aber nicht alles. Beruflich bin ich anscheinend nur begrenzt belastbar. Gut, ich könnte jetzt sagen, ja, werde Hausfrau. Nur in deinem Fall, Christa, wäre das Flucht. Da kommst du von einer Krise in die nächste. Du warst auch schon mal einfühlsamer. Ja. Ja. Aber deine Direktheit hilft mir. Und recht hast du außerdem. Komm, wechseln wir das Thema. Es ist mir klar, dass ich keinen überstürzten Entschluss fassen werde. Ich lasse mir Zeit. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub. Die nehme ich jetzt. Kann ich jetzt helfen? Du darfst helfen, Mischa. Nein. Was? Ich darf nicht helfen. Ja. Ich musste die ganze Zeit, danke, damit fertig werden. Irgendwie ging es immer. Kennen Sie sich? Ja. Kann ich einen anderen Pfleger bekommen? Legen Sie sich hin. Das Pflegepersonal wird von der Oberschwester eingeteilt. Hat das irgendwas mit Soldatengeist oder Wehrdienstverweigerung zu tun? Mhm, aber das muss nicht wieder aufgewärmt werden. Aha. Ist das mein Ellbogen? Ja, das ist Ihr Ellbogen. Naja, Sie haben eine ziemlich fortgeschrittene Osteochondritis dissecans, nicht? Sehen Sie dieses helle Stück da? Hm? Das ist eine Gelenkmaus. Ja, eine Gelenkmaus. Ein Knochenknorpelstück, was sozusagen abgestoßen wurde und Schmerzen verursacht durch Einklemmung. Und das müssen wir rausoperieren. Gut. Und wann? Ich möchte nicht länger als nötig meiner Einheit fernbleiben. Morgen oder übermorgen. Sie werden informiert. Übrigens, rügen Sie den Pfleger nicht. Er wollte helfen. Ich wollte es nicht. Ach so, aha. Hart, aber gerecht, was? Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn ich mir nur von Menschen helfen ließe, die meine Sympathien besitzen, da wäre ich längst aufgeschmissen. Wiedersehen. Mhm. So, den Arm bitte anwinkeln. Danke. Und ab jetzt möglichst ruhig halten, ja? Zackige militärische Ehrenbezeugungen sind bis auf Weiteres untersagt. Schuhe und Strümpfe an- und ausziehen helfe ich selbstverständlich gern, aber nur auf besonderen Wunsch. Tja, dann noch einen angenehmen Aufenthalt hier, Herr Major. Mhm.
Postbote und Kindermädchen, das geht. Ärztin und Wissenschaftler, das geht auch. Vergiss du mal deinen Briefträger nicht. Immerhin ist aus lauter Liebe zu dir von der Leiter gestürzt und hat sich das verlängerte Rückgrat verletzt. Na, Berti, Berti, das ist auf die Dauer doch langweilig. Sagen Sie mal, ist der junge Professor auch in die Frau Doktor verknallt? Und Sie in ihn? Das weiß ich nicht und das geht mich auch nichts an. Ja, ja, Personal bleibt Personal, ich weiß schon. Und wieso bekommen Sie in Kürze Besuch von einem Fischereibesitzer aus Kanada? Sind Sie etwa kein Personal? Ich biete mich jedenfalls nicht an. Und schon gar nicht in einem Bikini, bei dem die Männer Glotzaugen kriegen. Die inneren Werte sind entscheidend. Ja, ja, das sagen alle, die von der Natur benachteiligt sind. Du bist du Freches! Oh, oh. Entschuldigung, ich wollte nicht Sie natürlich, ich wollte Carola treffen. Und warum denn? Was hat sie denn verbrochen? Ach, das ist so ein Generationskonflikt. Da junges Gemüse, hier alte Schachtel, ne? Jetzt gehen. Schon gut. Sonst merkt's die Michaelis noch. Sag mal, bist du böse? Warum soll ich böse sein? Naja, weil ich zu dir gekommen bin. Das war ein ganz toller Gedanke. Zwei Telegramme. Eins für Sie, eins für den Herrn Professor. Morgen. Morgen. Ein Telegramm? Er kommt morgen. Wer? Morgen kommt Florian, Herr Professor. Ja, ja, das steht hier auch. Aber das hätte doch mit der normalen Post kommen können, nicht, oder? Dann wüsste ich manches nicht. Bitte? Aha, na ja, gut. Willst du einen Kaffee?
Danke, nicht nötig. Ja, was hat der Berti denn? Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls hat er uns zwei Telegramme gebracht. Ach, ist das schön. Morgen. 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 Wer war's denn? Na, Berti. Du, der wollte nicht mal reinkommen, heute ganz muffelig war er. Ja, wenn er nicht will, dann lässt das eben bleiben. Gehst mir doch zur Hand, wenn Florian da ist. Ich meine im Haushalt und so. Ich möchte nämlich möglichst viel Freizeit für ihn haben. Na ja, ich habe ja meinen Job als Kindermädchen, aber wenn Sie mir was von Ihrem Gehalt abgeben? Nein. Du wirst mir aber trotzdem helfen, Carola. Ah ja? Und wieso? Deshalb. Wo war das denn? Im Gästebett, mein liebes Kind. Na schön, ich helfe Ihnen. Aber freiwillig. Erpressen lasse ich mich nicht. Ich weiß deine Hilfsbereitschaft zu schätzen. Du kannst sie auch gleich in die Tat umsetzen. Wenn du Benjamin schlafen gelegt hast, kannst du schon mal mit dem Großreinemachen anfangen. Ich will nämlich jetzt zum Friseur und zur Maniküre. Scheiße. Entschuldigung. Guten Morgen. Sag mal, warum hat die mich denn so komisch angesehen? Ach, sie weiß alles. Komm, küss mich. Thank you.
komme vom Nachtdienst und du gehst. Ja, ich habe auch schlecht geschlafen. Die Liege im Schuppen ist verdammt hart. Wieso hast du denn im Schuppen geschlafen? Da war so ein Rockkonzert im Fernsehen. Was, und das hast du angeschaut? Ach, ich nicht. Ach so. Aber du bist doch aus dem Schlafzimmer gekommen. Ja, so gegen zwei bin ich dann endlich in der Bett. Im Haus von Udo Brinkmann herrscht eine nervenaufreibende Atmosphäre. Tanja und Freund Axel haben sich prächtig eingelebt und bestimmen rücksichtslos auch den privaten Tagesablauf ihrer Gastgeber. Ja, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Ich habe geerbt. Und anzunehmen ist, dass deine Schwester und ihr Oberwuschi, wie sie ihn so geistvoll nennt, sich auf Jahrzehnte hier einnisten wollen, ziehen wir um. Was? Ja, wieso nicht? Ich weiß, ich hatte was gegen diese Erbschaft, aber wenn man von einer Hausbesetzung betroffen ist, dann darf man seine Ansicht ja wohl ändern. So, der Kaffee ist fertig. Das ist ein prima Service. Danke, ich gehe wieder ins Bett. Udo? Ja, mein Gegen Schatz. Diese Auswüchse wenden Udo und Freundin Elke schließlich eine listige Therapie an. Was macht denn ihr da? Wir renovieren. Bei uns? Ja, überall. Morgen früh um 5 geht's los. Um 5. Oh Mensch, Herr Stechel. Oh Gott, ja. Was machst du denn da? Ich bete, dass er anspringt. Ach, das ist ja natürlich. Würden Sie das bitte unterschreiben, Herr Professor? Danke. Frau Schindler ist nicht zu beruhigen. Sie will unbedingt operiert werden, lieber heute als morgen. Wie ist Ihr Zustand? Sie klammert sich seelisch daran. Ihre psychische Verfassung gerät sofort in Unordnung, wenn der Eindruck entsteht, dass wir uns die Operation noch mal überlegen. Na, sie weiß Bescheid. Was heißt das? Deine Frau war heute eine halbe Stunde bei ihr. Und sie hat ihr erzählt, dass diese Operation nicht gerade ein chirurgischer Spaziergang werden wird. Ja, im Gegensatz zur vorigen Woche glaube ich das auch. Ja, vorige Woche wusste ja auch keiner von uns, dass uns diese Darmblutung plötzlich zur Operation zwingen würde. Es gibt mit Operation und ohne Operation wenig Hoffnung, aber vielleicht mit Operationen ein kleines bisschen mehr. Danke. Assistierst du? Nein, Schübel und Udo. Und warum operiert nicht Schübel und Christa assistiert? Weil Christa auch einmal eine schwierige Operation verantwortlich leiten muss. Außerdem ist Schübel dabei, falls irgendwelche Komplikationen eintreten. Ich komme gleich. Entschuldigen Sie bitte, ich habe hier eine Einweisung von meinem Divisionsarzt. Major Clausen ist mein Name. Ich habe Beschwerden im Ellenbogen. Dritte Türe rechts, da können Sie Ihre Unterlagen abgeben. Dankeschön. So, ich werde mich jetzt mal um meinen Patienten mit dem Herzinfarkt auf 23 kümmern. Oh, nein, seltener Gast. Wie geht's Ihnen? Gut. Ich bin auf der Heimreise nach Freiburg. Ich dachte, ich schau mal rein. Wo ist Udo? Udo bereitet sich gerade mit Christoph eine schwere Operation vor. Die kann Stunden dauern. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ich habe einen Zentner Bücher für Christa im Auto. Die muss ich erst loswerden. Na, ich mache Ihnen den Vorschlag, fahren Sie zu uns nach Hause, trinken Sie gemütlich einen Kaffee und warten, bis wir kommen. Gut. Gut, ciao. Bis dann. Als ob sie schon 100 Mal gemacht hätte. Saugen?
Division am Sigmar. Weiche Darmklemme. Ich versuche erst mal, oberhalb des Darms abzuklemmen. Extreme Blutdruckschwankungen. Ach Gottchen, das ist das reinste Chaos hier drin. Was ist denn das? Ah, da, sehen Sie? Jetzt sehen wir das etwas besser. Und was sehen wir? Krebsig entartete Polypen. Richtig, junger Freund. Frau Kollegin? Bitte. Schere. Ach nein, nicht schon wieder. Okay, aber das letzte Mal, ne? Geh her. Bring schön nach und lauf. Und jetzt hopp, hier ab. Oh Mann, oh Mann. Das ist ein Typ, der Vollmaß. Ja. Was sagst du? Ein Typ. Bei dem würde ich nicht Nein sagen. Du hast ja einen Vogel. Wo habe ich denn bloß meine Tasche? Ach, hier. Also, ich fahre in die Stadt. Du, das ist ein Professor. Wenn du flirten musst, dann flirte mit Berti. Dem kannst du geistig folgen. Also, ich gehe jetzt. Mache in einer halben Stunde das Fleisch aus. Ja. Aber vergiss es nicht. Na, habe ich schon mal was vergessen, was sie mir aufgetragen haben? Nein. Es war aber auch nie ein Mann wie der Professor Vollmaß da. Wiedersehen. Ich sitze doch hoffentlich nicht auf Ihrem Platz. Nein, nein. Wenn ich wollte, könnte ich mir einen Stuhl da nehmen. Ja, das wollen Sie nicht. Nein. Aber wenn Sie nicht da wären, würde ich vielleicht jetzt ein Sonnenbad nehmen. Ein Sonnenbad? Naja, soll ich so lange spazieren gehen? Nein, nein. Ich meine nur, es gibt ein Mordspektakel, wenn die Michaelis vom Einkaufen zurückkommt und ich liege im Bikini hier bei Ihnen. Wenn Sie hier liegen ohne mich, dann sagt sie nichts. Das ist doch klar, oder? Dann würde das heißen, dass ich es nicht verkraften kann, ein junges Mädchen im Bikini zu sehen. Also jetzt wird's mir zu blöd. Ich zieh mich um. Hm? Die Herzfrequenz wird unregelmäßig. Sind Sie diese geschwulst? Ja, besichtigen können wir sie auch nachher noch. Sie muss raus.
Blutdruck 80-40. Das geht ja noch. Hm? Vorsicht, Vorsicht. Ja. 90-45. Sie kommt wieder. Bleiben Sie ruhig sitzen, Herr Schindler. Komm, setzen Sie sich. Die Operation ist noch im Gange. Und wie verläuft sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir müssen Geduld haben. Ob ich mal bete? Vielleicht hilft das ja. Allerdings kenne ich gar kein Gebet. Das ist schon so lange her. Beten Sie ruhig. Der Text spielt keine Rolle. Ich habe uns was Erfrischendes mitgebracht. Sehr aufmerksam, danke. Bitte.